Diese Beere ist lecker, gesund und trägt viele Namen. Es gibt die Heidelbeere, die Bigbeere, die Blaubeere, die Schwarzbeere und das ist alles das. Und dann gibt es noch die wilde Form davon, die findet man im Wald. Und hier in der Gegend wird diese Frucht Bigbeere genannt. Das ist ein Dialektwort, kommt aus dem Plattdeutschen. Weil die im Wald hier sehr niedrig sind, sind sie in die Bigbeeren gegangen. Das kommt von Bücken, von unten. Und auf dem Bigbeerenhof in dem Dörfchen Brokelow im Landkreis Nienburg-Weser ist es gerade soweit. Erntezeit. Je nach Witterung müssen die Biobeeren von Ende Juni bis Mitte August vom Strauch. Hier passiert das in reiner Handarbeit, denn Maschinen würden den empfindlichen Beeren schaden. Und man versucht wirklich die nur zu nehmen, die leicht runtergehen, die etwas schon haptisch nicht mehr so hart sind, etwas weicher. Und die anderen müssen noch reifen, die sind erst nächste Woche dran. Man geht so dreimal durch, manchmal viermal, je nach Witterung. Und der Strauch schafft nicht alle auf einmal reif werden zu lassen. Die Blaubeeren überzeugen ihre Liebhaber nicht nur mit Geschmack, sie haben auch gesundheitlich einiges zu bieten. Blaubeeren sind ganz gesund, sie gelten ja auch als Superfood und sie haben sehr viel Antioxidantien, viel Vitamin C, sie haben eine zellerneuernde Wirkung und somit sind sie sehr gesund. Damit ein Strauch möglichst viele Beeren produziert, muss er vor allem regelmäßig und richtig geschnitten werden. So bleibt er außerdem jung. Also hier kann man das ganz schön sehen. Dieses ist ein alter Trieb. Der würde beim nächsten Schneiden jetzt gehen. Und dann so, diese hier würden dann alt werden und hochkommen. Und die halten im Grunde den Strauch dann. Wenn man sie gar nicht schneidet, dann ist es oft so, dass sie sehr buschig wird und dass sie nicht so sehr wüchsig ist. Die Früchte werden klein, sind nicht so groß und es geht viel Energie in Blattgrün und nicht so viel Energie in Frucht. Es gibt viele verschiedene Blaubeersorten. Was sie unterscheidet, ist oft der Erntezeitpunkt. Deswegen macht es Sinn, mehrere Sorten zu pflanzen. Für den Garten macht das Spaß, weil einfach dann für Kinder oder überhaupt dass nicht alles gleichzeitig reif ist. Die Blaubeere ist ein Heidekrautgewächs und liebt humusreiche, sandige bis moorige Böden. Rhododendron-Erde eignet sich dafür bestens und damit kann die Beere ganz leicht in jeden Kübel oder sogar Gartenboden einziehen. Die Gäste, die hier kommen und haben Lehm- und Kalkanteil, den empfehle ich eigentlich einfach einen Maurerkübel anzuschaffen, unten zwei Löcher reinzugeben und dann mit Rhododendron-Erde und etwas Gartenerde das abzumischen und da die Pflanze rein, vielleicht mit Heide dazu. Das ist im Grunde wie ein künstliches Moorbeet. Den Maurerkübel ruhig in die Erde lassen, ja, dann sieht man ihn nicht mehr und der Blaubeere wird es jedenfalls gut gehen, ja. Nach der Ernte sollten die Beeren gleich möglichst kalt im Kühlschrank gelagert werden. Dadurch wird der Reifeprozess eingestellt und sie halten sich länger. Im Gefrierfach sind sie sogar noch nach der Saison jederzeit griffbereit. Man kann durch Einfrieren Vitamine und Mineralien viel besser erhalten, als wenn man sie zum Beispiel zu Marmelade verarbeitet oder zu einem Kompott oder Dessert. Dann kann man die auf ein Blech legen und dann werden die schockgefroren. Und danach, wenn sie hart sind, kannst du die super in eine Tüte packen. So kleben die Vitaminbäumchen nicht aneinander und lassen sich portionsweise genießen oder verarbeiten. In Brokelow reicht die Produktpalette mittlerweile von klassischer Marmelade und Kompott über Senf oder Alkohol mit Beere bis hin zu Sirup, Blaubeeressig und Dressing. Und das ist auch ganz schnell selbst zubereitet. Wenn es frische Ware gibt, nehme ich die frischen Beeren dazu und außerhalb der Saison arbeite ich mit dem Kompott oder mit gefrorener Ware. Obendrauf gibt es dann etwas Salz und einen ordentlichen Klecks Senf. Kann man auch einen körnigen nehmen, wenn man hat, finde ich auch immer sehr lecker. Senf und Blaubeere schmeckt sehr gut zusammen. Dazu kommt etwas Süße nach Geschmack. Ich mache in diesem Fall ruhig Kompott dazu. Ich habe das da. Ansonsten kann man auch einfach mit ein bisschen Zucker oder Ahornsirup nachsüßen. Und dann folgen nur noch ein Schuss Essig und das Öl. Alles zusammen wird kräftig püriert. Je länger, desto besser. Ich finde, dass es sich lohnt, länger zu mixen, weil es immer cremiger wird und immer mehr Luft drunter geht. Und dann am Ende ist es so ein bisschen wie eine Mayonnaise oder eine flüssige Soße, richtig. Man kann es im Kühlschrank aufbewahren, 10 Tage ungefähr. Und wenn man ohne frische Früchte arbeitet, ist es länger haltbar.
Auf dem Teller sehen die Beeren nicht nur hübsch aus. Durch ihre dunkle Farbe haben sie noch mehr zu bieten als nur Vitamine. Blaubeere hat in ihrem dunklen Farbstoff sehr viele Flavonoide und die wirken zellerneuernd. Das ist sehr besonders und dadurch sind sie sehr gesund. Sie fördern auf jeden Fall, dass die Vitalstoffe im Körper aktiviert werden und dass verschiedene Killerzellen werden unterdrückt von den Flavonoiden. Und das ist vor allen Dingen in diesem dunklen Farbstoff in Beerenfrüchten. Wichtig ist allerdings, dass die vielen gesunden Inhaltsstoffe auch noch vorhanden sind. Durch weite Reisen können diese nämlich verschwinden. Und viele Blaubeeren sind gar nicht aus Deutschland. Wir haben hier in Deutschland die höchsten Richtlinien. Wir haben die schärfsten Voraussetzungen für Anbau, für Einsatz von Insektiziden. Wir haben die höchsten Mindestlöhne und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass der Verbraucher darauf achtet, dass er uns unterstützt, dass er regional einkauft. Also es gibt mittlerweile ja in den Supermärkten und im Lebensmitteleinzelhandel das ganze Jahr Blaubeeren. Und umso weiter wir von der deutschen Ernte entfernt sind, umso weiter sind auch die Blaubeeren gereist. Also aus Peru, aus Chile, aus Argentinien kommt, sind die wochenlang unterwegs. Das muss einem klar sein. Und immerhin hat Niedersachsen die meisten Blaubeeranbaugebiete deutschlandweit. Und damit wächst ein Großteil der deutschen Blaubeeren sogar direkt vor unserer Haustür. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.